Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem Let's Test von FIFA 13. Ja, das Spiel soll noch dieses herauskommen, 2012 logischerweise, wie jedes FIFA ein Jahr früher, mit den neuen, mit den neuen Mannschaften, mit den neuen Spielern und so weiter. Das ist allerdings nur die Demo-Version, ansonsten könnte ich ja nicht gleich testen. Und wir drücken die Start- oder Leertaste und machen somit das Gedrückte zum Standardsteuergerät. So. Jetzt überprüft FIFA schnell die Verbindung und synchronisiert mein Dauerprofil und erfahren bin ich jetzt nicht so in Fußballspielen. Ich gehe einfach mal auf mittelschwer. So, klassisch kenne ich natürlich alles schon. Und ich würde sagen, da es in der Demo nur beschränkte Vereine gibt, hier Manchester City, Arsenal, Borussia Dortmund, Juventus Turin und Mailand. Ich würde sagen, wir nehmen mal die deutsche Mannschaft, auch wenn die vielleicht einigen nicht gefallen sollte. Wir nehmen mal Dortmund. So, hier sehen wir jetzt schon gleich mal die neuen Features. Und Live-Begegnungen gehen im Moment noch nicht, da kriegt man nur eine Erklärung. Da kann man zum Beispiel jeden Samstag oder jeden Sonntag oder jeden Freitag oder irgendwann in der Woche auf FIFA zugreifen und kann einfach auf Live-Begegnungen gehen. Und dann kann man ein Fußballspiel spielen, das vielleicht gerade live im Fernsehen ist oder beziehungsweise in der nächsten Stunde oder so, was dann also live ist. Dann gibt es noch Spiele der Woche, dann gibt es die besten Spiele der ganzen Woche, kann man da auch live spielen sozusagen. Und wie immer Karriere, entweder als Spieler oder als Manager, kennt man ja. Und dann gehen wir jetzt auf Anstoß, auch wenn ich nicht weiß, was am Anstoß ein neues Feature sein soll. Ja. Aktuelle Daten aus der Realwelt, Statistiken und Geschichten. Ja, könnt ihr euch jetzt durchlesen. Ich hoffe, ich bin laut genug. So, dann gehen wir natürlich auf Heim. Nehmen Dortmund, wie eben auch schon ausgewählt. Und, ach komm, wir spielen mal gegen Mailand. Die sind ungefähr gleich stark. Defensiv haben sie 3 Punkte weniger. Mittelfeld auch. Mittelfeld hat so 1 Punkt weniger. Entschuldigung. So, ich denke mal, das ist so ziemlich gleiches Messen. Und wir nehmen das Heimtrikot von Dortmund und ich würde sagen, das Auswärtstrikot von Mailand. Teammanagement verändere ich jetzt, zwar nicht so viel, weil habe ich jetzt auch keine Lust drauf. Spieleinstellung. Es geht nur 3 Minuten. Ich stelle es auf Halbprofi, weil so bin ich jetzt auch nicht. Tageszeit, ja, ist gebongt. Wetter, heiter. Rasenmuster, keine Ahnung. Platzabnutzung, ist mir auch egal. Geschwindigkeit. Passe das Spieltempo an deine Bedürfnisse an. Ja, normal, denke ich mal, kann man lassen. Der Ball ist mir auch scheißegal, um genau zu sein. So, Kamera, ja. Visuell. Blablabla, Radar 3D. Netzspannung, Standard. Tornetztyp. Kann man jetzt Rechteck und Dreieck auswählen. Naja. Regeln. Achso, Regeln soll ich vielleicht das Handspiel einstellen. Audio. Kommentar, bisschen leiser. Durchsagen. Spielerrufe. Die Soundeffekte können wir auf 9 stellen. Die Zuschauer mal auf 7. Die Musik stellen wir auch mal auf 6. Das sollte so ziemlich gut sein, denke ich mal. Spiel anpassen. Ja, bla. Weiter. Halbzeitlänge können wir in der Demo leider nicht verändern. So, jetzt gibt es nochmal ein kleines Training.
müssen wir, kann man vor jeder Partie durchspielen. Und wahrscheinlich müssen wir gleich aufs Tor schießen. Oder? Und wow. Und wir haben das Bronze-Level abgeschlossen. Jetzt können wir jetzt neu starten, aber ich will euch hier nicht auf die Folter spannen, weil so toll war es jetzt auch nicht. Da gibt es auch noch so ein tolles, wo man in die Tonne schießen muss. Da sind so ein paar, also ein Haufen Tonnen auf dem Spielfeld aufgestellt. Man muss praktisch eine hohe Flanke oder einen hohen Pass in diese Tonnen reinschlagen. Und je nachdem, wie weit diese Tonnen entfernt sind, gibt es eben Punkte. BVB 09 gegen AC Mailand 1899. Hier in Dortmund. Leider gibt es in der Demo-Version die Kommentatoren nur auf Englisch. Und vielleicht sollte ich noch mal kurz Einstellungen. Ich glaube, ich mache doch den Kommentar ganz aus, weil es einfacher ist. Alles nochmal um eins runter, damit ihr mich auch schön hört. Und dann auf zurück und Spiel fortsetzen. So, da geht's jetzt auch gleich los mit Dortmund. Oh, der hat ihn nicht mehr bekommen. Ah, schade. Hätte ich auch nichts mehr draus machen können. Na komm. Hau die Pille raus. Oh, da steht natürlich niemand mehr. Marco Reus, ne? Schade. Zu kurz der Pass. So. Ah, Mist, da war Vorteil. Ja, klar, gelb. Wasikowski. Ja, klar, der andere Spieler ist in mich reingerannt. Alter, darauf gibt's gelb. Das möchte ich meinem Schiedsrichter persönlich sagen. Ah, jetzt leckt's gerade ein wenig, Entschuldigung. Na. Was macht er denn jetzt? Nein. Oh, das regt mich jetzt gerade auf. Was macht mein Computer denn jetzt schon wieder? Ah, wenn man was aufnehmen will. Und er macht einen Alleingang. Ah, schade. Doch nicht ganz allein. Mist. Okay. So, Lewandowski. Okay, bis jetzt noch keine richtig gefährliche Situation auf von beiden Seiten her. Los, rennen! Ich spiele übrigens mit Controller, also nicht wundern. Ah, schade, da war natürlich ein Verteidiger gestanden. Oh, von hinten, das geht natürlich auch nicht immer gut.
Ah, Mist. Dass die anderen Spieler da auch immer dazwischen stehen müssen. Komm jetzt. Los, holen wir wieder. Blasikowski hat immer noch die gelbe. Logischerweise wird sich auch in dem Spiel nicht ändern. Oh, los! Oh. Erste Halbzeit leider schon vorbei. 0 zu 0 bis jetzt die Partie. Ich tut mir leid, dass ich jetzt nur 3 Minuten pro Halbzeit habe. Aber ja, jetzt nochmal die spannendsten Momente, möchte man sagen, vom ganzen Spiel. Gut, ich nehme immer noch auf. Ja, okay, muss man sich jetzt nicht angucken. Hier, schön die Statistik. Oh, von da habe ich einmal geschossen. Von der Mittellinie. 4 Schüsse aufs Tor, 4 zu 1. Ne, 4 zu 1 in Schüsse. 1 zu 0 in Schüsse auf Tor. Beide 50% Ballbesitz. Zweikämpfe 7 zu 1. Fouls 1 zu 0. Leider eine gelbe Karte schon für uns. Passgenauigkeit haben leider die Mailänder 12% mehr. Schussgenauigkeit allerdings wir, weil wir erst einen Schuss gemacht haben und die noch gar keinen. Naja. Und jetzt geht's weiter. Jetzt hat Mailand Anstoß. Oh, komm, hol dir jetzt den Ball. Gibt's doch nicht. Oh. Da war raus. Oh, nein. Pato. 51. Minute Tor. Naja. Okay. Vielleicht sollten wir nicht ganz so offensiv spielen und vor allem auch nicht ganz so viele Fehlpässe machen, beziehungsweise so viele Bälle verlieren. So wie jetzt gerade. Es geht schon wieder los. Hol dir doch den Ball wieder. Oh, da hat er es zu lupfen versucht, aber das geht nicht. Ging nicht. Kopfball. Oh, und schon wieder haben die anderen den Ball. Das gibt's ja gar nicht. Oh, und da steht natürlich mal wieder keiner. Achso, soll übrigens ja ein Test sein, also mein Fazit jetzt erstmal fürs erste Spiel. Oh, gelb. Schmelzer. Naja. Also ich finde, ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung mit FIFA, FIFA-Spielen. Aber ich finde eigentlich die Spieldynamik sehr gut. Also man kann sich recht schnell reinfinden. Auch wenn man jetzt nicht so viel Erfahrung in FIFA hat. Muss ich auch noch aufs Spiel konzentrieren gleichzeitig. So. Wenn man jetzt nicht so viel Erfahrung in FIFA hat, kann man trotzdem relativ schönes Spiel abliefern, sage ich mal so. Vielleicht auch das ein oder andere Tor schießen. Ja, aber so garantiert nicht. Komm schon, komm schon. Ich finde ja mehr so der. Ja, gut, dass ich den Torwart rausgeholt habe. Ich bin eher mehr so der faul, also besser gesagt nicht faul, sondern Grätschen-Typ. Weiß ja nicht, wie ihr das spielt. Naja, aber also ich finde auf jeden Fall gelungen. Die Grafik ist auch jetzt nicht so schlecht, auch wenn man die Spiele ein bisschen detaillierter machen hätte machen können. Na toll, da ist das zweite Tor, Robinho. Ich würde sagen, wir machen gleich noch eine Partie. Revanche. Vielleicht schießen wir ja noch ein Tor jetzt.
Ey, das war ein Foul. Klarer Elfmeter, würde ich sagen. Achtung, was gibt's jetzt? Wechsel. Boateng geht raus, Konstant kommt rein. Ja, Elfmeter, wollte ich doch sagen. Und angedrehter Schuss, 88. Minute, Tor von Hummels, Elfmeter. Das war doch mal ein schöner Schuss. So, jetzt steht es 2 zu 1. Los, komm schon. Vielleicht noch ein Tor. Schenkt euch an, Leute. Ah, schade. Okay. Was sagt die Uhr? Ich glaube, wir können noch eins machen. Mats Hummels Elfmeter. Der war eben wirklich sehr schön. Und der Torwart schämt sich. 2 zu 1 verloren, leider. So, wer war denn Spieler des Tages? Mailand, Alexandre Pato mit 9,5. Naja, weiter. Und wir machen eine Revanche. Und mal gucken, ob wir diesmal gewinnen können. Jetzt bin ich vielleicht eingespielt. Schade. Vielleicht sollte ich jetzt nicht versuchen, mit so viel Grätschen da reinzugehen. Ja, na toll. Schade. Also, natürlich im Vergleich zu bisherigen FIFA-Spielen sagen wahrscheinlich manche immer dasselbe. FIFA, Fußball, einfach nur nach vorne rennen, Tore schießen. Aber ich möchte sagen, so leicht ist es gar nicht mehr. Man muss da echt schon eine richtige Taktik reinbringen. Und das letzte FIFA-Spiel, wo ich richtig gespielt habe, war FIFA 10. Ja, auch wenn auf der Wii, aber egal. Ist natürlich auch ein FIFA-Spiel. So, das war schön rausgespielt. Ah, Nachschuss. Oh, komm. Den können wir nicht mehr holen. So. Wir werfen dahin. Oh, schade. Übers Tor drüber. Also schon mal von Anfang an aggressiver, würde ich sagen. Und ich denke auch, es ist zwar immer dasselbe, es geht immer um Fußball, allerdings. Oh. Freistoß. Allerdings geht natürlich immer die Grafik ein Stück weit besser. Hat EA diesmal auch wieder ziemlich gut gemacht. Finde ich. Vielleicht verbessert die sich ja noch mal ein kleines bisschen, was ich aber nicht glaube. Oh, ja, zum Glück keine Ecke. Und ja, jetzt erstmal das zu meinem Resultat, was ich jetzt aus dem Client Last Test gespielt habe, ist natürlich immer noch nur die Demo. Schade. Nein, oh, das war jetzt Fail.
Ja, komm, Weidenfeller schmeißt er nicht so hin. Den hast du auch so sicher. Also, ich würde sagen, sie fühlen sich auf jeden Fall bedrängt in meiner Abwehr. Oh, komm, Halbzeit, mitten im Spiel. Okay. Das waren die wichtigsten Situationen, die hier. Also, Passgenauigkeit ist runtergegangen bei uns, glaube ich. Schussgenauigkeit allerdings 50%. Und wir spielen jetzt mal die zweite Halbzeit. Mal sehen, wie die wird. Vielleicht kann ich euch diesmal einen Sieg liefern. Ihr erinnert euch, eben in der zweiten Halbzeit stand es auch noch 0-0 zu Anfang. So, das war sehr schön gelöst. Ah, oh, sag mal, wie gut ist denn ihr Torwart denn? Das hätte eben gerade wirklich was werden können. Schön rausgespielt auch. So, dann dribbeln wir an dem mal vorbei. Pass, nochmal, nochmal. Oh, schade. Da wurden uns der Ball wieder abgeluchst. Schade. So. Ja, da steht keiner. Das bringt ja auch nichts, wenn du da Hacke machst. Ah. Oh. Oh. Nein. Oh, Subotic, eine gelbe Karte und auch noch Elfmeter. Na toll. Das kann ja was werden. Mal sehen, ob wir den halten können. Ja, gehalten. Prass den Schuss raus. Gut, das war, hätte ich mir irgendwie denken können, dass der lange Pass auf die Entfernung nichts wird. Vor allem, wenn drei Verteidiger dahinter, dazwischen stehen. Ja, das meine ich aber auch. Ah, what? Na, das gibt's doch nicht, Robinho. Komm schon. Also gut, da müssen wir jetzt unbedingt ein Tor schießen, weil das lasse ich nicht auf mir sitzen. Wir hatten ja schon eins, zwei gute Gelegenheiten. Und diesmal auch wieder über die Ecke. Wenn das ja. Ah, komm. Ja, Freistoß. Ecke für uns. Mal gucken, ob die was wird. Vielleicht können wir daraus was rausholen. Natürlich wieder der Wechsel, damit die Zeit vergeuden. Schade. Die ist zu früh aufgekommen. Oh, passt doch nicht wieder zurück. Das gibt's doch nicht. Oh. Na! Boah! Wäre der reingegangen. Hätt's was gegeben.
So. Neunzigste Minute, 2 Minuten Nachspielzeit. Oh. Ja. Der war ja jetzt sehr gut. Muss ich ja mal so sagen. Och, komm schon. Beide Spiele verloren. Aber haarscharf. Jeweils ein Tor. Naja. Also ich finde das Spiel jetzt ein Fazit. Ich finde das Spiel empfehlenswert. Allerdings mit seinen, ich glaube, 56 oder 57 Euro, was es kosten soll, ziemlich überteuert. Weil es ist eben, man hat zwar sehr viele neue Mannschaften und Spieler und sowieso hast du nicht gesehen, aber ja, also es ist immerhin noch Fußball und dafür, dass die Grafik sich ja, finde ich, nicht so wesentlich verändert hat und das Spielgefühl auch nicht so wahnsinnig sich verbessert hat, finde ich dann 56 Euro doch ein bisschen überteuert, EA. Und wir gehen zurück zum Hauptmenü. Und das war's jetzt vom Let's Test. Wir wollen es jetzt zukünftig öfter so machen. Der Yoshi und ich. Bei Art Nexus Gaming, dass wir also so Specials, beziehungsweise mit Specials meinen wir Let's Tests und Let's, was weiß ich, Sing oder so irgendwas. Let's Sing. Wollen wir in Zukunft sonntags hochladen, so dass ihr dann praktisch jeden Sonntag ein Special habt, wo ihr euch reinziehen könnt. Und ja, das war's jetzt von mir, vom Jay. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal und hoffentlich auch bei unseren anderen Projekten. Also bleibt dran, Leute.